Jetzt nehme ich auf. Herzlich willkommen zurück. Ich glaube, ich habe dies. Es ist eine neue Session, lieber Chat und liebes YouTube. Es ist eine neue Session, liebes Chat und Julia. Läuft, egal. Ich glaube, ich habe mich letzte Session, also letzte Woche Dienstag, selber gefragt, begrüße ich eigentlich immer mit herzlich willkommen? Schön, oder schön, dass ihr wieder da seid, irgendwie so. Ja, ich glaube, ich habe mich da beschwert. Ich sollte mir andere Intros einfallen lassen, damit das nicht gleich ist. Aber irgendwie hat das so eine Routine, die sich eingespielt hat, ne? Und ich soll euch schön grüßen, YouTube, von der Brina. Der Apewu war vorhin auch da. Da haben wir noch einen Zwiebel. Dann haben wir noch Angel of Light, den Laser. Wen haben wir noch? Weiter oben. Chat, wen sehe ich da noch? An diesem Lurk. Das Übliche. Ist aber auch gerade frisch angefangen. Da kommen gleich sicherlich noch welche. So. Nichtsdestotrotz. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Und ich muss jetzt erstmal überhaupt losfahren, um zu checken, wie ich wieder was mache. Grün geht runter. Rot stoppt. Grün geht runter. Rot stoppt. Gelb ist einfach nur Durchfahrt. Und da muss ich wohin? Das heißt, ah, da geht's. Okay, ich fahre hier lang, ist rot. Also grün, hier geht's runter. Hier blockiert mir rot. Dann geht der hier runter und ich gehe hier drauf. Dann fährt der hier lang. Das geht nicht. Okay, ich fahre hier. Nee. Ich fahre einfach mal. Check den mal. Okay, er fährt hier, er fährt hier. Er fährt hier lang, er fährt... Ach nee, geht ja nicht. Er geht mal runter. Okay, wieder runter. Da... Und jetzt fährt er die ganze Scheiße hoch, weil er hier wieder umhin kann, ne? Okay. Ich glaube, ich brauche ein bisschen. Ich gehe mal Haare föhnen. Einen Pudel rasieren. Bacon braten. Eine 10 Kilometer Wanderung machen. Vielleicht bist du ja fertig mit dem Rätsel. Hm. Ich freue mich über dieses... Diese Unterstützung und das Vertrauen, das in mich gesteckt wird. Okay, dann geht er hier... Dann geht er definitiv hier hoch. Was ist das hier? Kontrolltafel. Das, also hier diese Punkte, das raff ich nicht ganz. Okay, er fährt hier. Geht dann hier runter. Und eigentlich müsste er hier lang gehen. Fährt dann so. Ich check jetzt erstmal, ob er das so macht. Also, eigentlich müsste er hier lang, hier runter. Hier ist ein Block. Ah, dafür ist der. Okay. Was macht denn dieser Hebel hier? Okay. So viel Kombination habe ich doch gar nicht. Aha. Hier runter. Nee. Dabei hätte er doch hier mich runterschicken müssen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oder ist das, weil der links hat? Okay, fahren wir nochmal los. Das kann nie im Leben aufgehen. Ich wollte gerade sagen, das kann ja nie im Leben aufgehen. Okay, er fährt hier erstmal weiter. Kommt dann hier raus.
So, jetzt die Frage, fährt er hier weiter? Nee, eigentlich fährt er hier runter. Dann geht er hier lang, fährt hier hoch, macht einen Kreis, fährt hier runter. Und wenn ich Glück habe, gelb, geht er da drauf. Okay, probieren wir das. Ja. Noch tust du das, was ich will, machst einen Kreis und fährst jetzt hier runter. Das solltest du nicht tun. Was ist denn dieses Dinger hier? Immer wieder höre ich, dass das irgendeine Verstellscheiße ist. Das kann nicht hinhauen. Eigentlich dürfte das jetzt nicht hinhauen. Außer der stellt das jetzt um. Ja, nee. Muss hier hin. Also ich habe das Gefühl, der verstellt mir hier die Scheiße. Was habe ich umgestellt? Ich glaube, ich habe rot umgestellt, ne? Nee, rot habe ich nicht umgestellt. Ach, hier sind noch Schalter. Was machen denn die Schalter? Fährt im Kreis. Ey, Arschloch, du sollst da. Da hätte es den Boss mal geschafft in Sekiro, ja. Nicht richtig, was habe ich denn hier falsch? Er geht hier runter. Ne, dann läuft er jetzt hier rüber. Okay, eigentlich müsste er jetzt hier genau runterlaufen. Was macht dieser Schalter? Ah, er verstellt etwas. Aber was verstellt er mir denn? Oh Gott, ich muss mit diesem Schalter noch arbeiten. Okay, wenn ich den jetzt rot mache. Fuck. Okay, 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 okay. Er läuft durch, rot. Fährt durch. Der durch. Die hat er jetzt abgebogen. Das heißt, eigentlich muss ich hier grün. Ah, nee, da fährt er die erste Ausfahrt weiter. Ah, nee, 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 nee. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Scheiße. Ja, 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 der geht in die Hose. Ah, guck mal, die Schalter habe ich gar nicht gesehen. Das Rätsel wäre auch zu einfach gewesen, ne? Fucking hell. Okay. Ich muss runter. Jetzt frage ich mich, welche er bedient. Bedient er der hier? Bedient er der hier? Die hier? Nee, tut er nicht. Okay, der geht runter. Der geht auch. Dann nehme ich den jetzt auf. Gelb war die ganze Zeit. Dann gehe ich auf grün. Dann geht er mir auf rot. So, jetzt sollte alles stimmen. Ja. Was sagst du nun, Schätzchen? Nippe, 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 nippe. Oh, Rufus, du bist wirklich der Grün. Ja, das bin ich wirklich. Wie wahr, wie wahr. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Bam, Baby. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt, ich messe auch etwas. Die Jungs, seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte, mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Yay! Zack. Er fährt hoch. Er wechselt die Schiene. Ich mache ein Looping. Komm zurück, geh wieder auf die Fahrbahn. Geh jetzt hier unten rechts. Genau. Ja! Hey, ich lebe noch.
Ha, so schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Bam, bam, bam. Badabab, man nennt ihn Rufus. Badabab. Rufus, Rufus. Badabab. Boah, und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast. Hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na, willst du lieber langweilig getragen werden oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Oh, Poki. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war es ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Es könnte minimal laut gewesen sein, zumindest laut meinem Ausschlagbarometer hier. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Hussa auf gutes Gelingen. Ja, ich wollte eben noch einen schönen doofen Spruch bringen, nachdem Goal da so schön an die Wand genagelt wurde. Hätte sich zufällig um an die Wand nageln gehandelt, aber nun gut. jetzt liegt sie da schön flauschig in einem kaputten... Ich habe keine Ahnung, was. Wisst ihr eigentlich? Jetzt mal... Liebe Frauenwelt, hört mal weg. Ja, das ist jetzt so ein Männerding, was ich erzählen werde. Wenn ich so mache, dürft ihr wieder einschalten, ja? Ist das okay? Also, 3, 2, 1. Wisst ihr, liebe Männer, Frauen können schon ganz niedlich sein, wenn sie schlafen. Sind das so friedlich? Ich mag das. Man schaut sie an und denkt so, oh, meine persönliche Meinung. Okay. So, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich habe natürlich, wie ihr es wisst und wie ihr mich kennt, nur dreckige Witze gerissen. Daher, ihr habt nichts Wichtiges verpasst. Sehr schön. Was haben wir denn? Verdächtiges Lämpchen. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Okay, ich muss anscheinend hier irgendwas machen. Sardellenautomat. Dynamit gefischt und sonnengetrocknet. Geil. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Du hast jetzt eine Sardelle am Spieß. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Na dann. Ja, Sardelle am Spieß. Oh Gott, jetzt habe ich nur 3 Hebel. Warum? Ich will doch noch mal ein verdächtiges Lämpchen. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Okay, ich habe eine Zuckerwattemaschine, ich habe einen Hebel und ich habe ein Regal. Das ist eine Box. Was mit dem Kaugummiautomat? Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. So, nehmen wir einen Kaugummiautomaten mal. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Hm, ich will einen Kaugummi. Ich glaube, er macht den Zwiebel. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Drück den Knopf, Mensch. Okay, ich glaube, ich habe einen Kaugummi. Kann ich vielleicht 2? Will ich 2? Weiß ich nicht. Kaugummi, okay.
Das wirkt irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mit der Wand ab. Dann öffnen wir es einfach. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum ein Stecker? Och nö. Oh, ich hab einen Stecker und einen Stecker. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Ernsthaft? Damit lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Derzeit steht er auf geschmacklos. Na dann? Jetzt steht er auf Calzone. Oh geil, Zuckerwatte Calzone, mein Liebling! Jetzt steht er auf Phosphor. Phosphor ist vielleicht jetzt eine scheiß Geschmacksrichtung. Jetzt steht er auf geschmacklos. Kann ich mir das einfach so nehmen? Ich war hier schon mal, als Kind, mit meinem Dad. Ich bin ihm bis hierher nachgelaufen. Als er mich bemerkte, hat er sich so gefreut, dass er mir Zuckerwatte gekauft hat. Dann sagte er, ich soll auf ihn warten, während er das Hochboot nach Elysium sucht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren, keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ist ganz schön laut, die Maschine, oder? Man muss einen Stock hineinhalten. Ja, ich habe einen Stock, aber da ist eine Sardelle dran. Also ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ich ziehe einfach an den Hebel. Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Aha, 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. 3 und 3? 6, oder? Ich muss binär denken. Oh Gott, ich kann kein Binär. Kann ich die Maschine ausschalten? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit das Kackgeräusch haben. Ich hätte gerne den Stecker nochmal gezogen. Okay. Ich hoffe, dass die Maschine nicht so laut ist, wenn wir probieren. Das war aufregend. Nach dieser spannenden Mindbike-Hatz durch die Schrottminen Deponias sind wir jetzt an der unteren Aufstiegsstation angekommen und befinden uns hier im Candy Shop. Des alten, verlassenen Geländes vorm Aufstiegszoll. Rufus hat Goal auf ein Bett aus Rosen gebettet. Es war Rosenkohl. Rosenkohl. Ja, Rosenkohl. Rosenkohl. Ich bin wochenlang nicht mehr losgeworden. Hi Chris. Rosenkohl. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Trotzdem ernähren wir uns hier natürlich dem spannenden Showdown des Spiels so langsam. Und ich fand das tatsächlich inhaltlich immer ganz spannend zu sagen, dass dieser verlassene Jugendstil-Bahnhof, also wir haben halt irgendwie versucht, diesen ganzen Bahnhof so ein bisschen Art Deko und Jugendstil-mäßig zusammenzukleistern aus so unterschiedlichen Komponenten, dass da halt auch irgendwie noch Spuren des alten Wohlstands und die ersten Anleihen an die elysianische Architektur zu sehen sind und dass die Elysianer natürlich halt auch ganz exquisite und leckere High-Society-Süßigkeiten zu sich genommen haben, zum Beispiel Zuckerwatte mit Calzone-Geschmack. Geil. Rosenkohl. ja, oder aber auch Sardellen. Also es gab diverse kulinarische Leckereien und so schön ist jetzt Rosenkohl. Rosenkohl ist gesund. Es ist eine schöne Sache, wenn ein Mann einer Frau Rosenkohl schenkt, dann ist das ein Zeichen von, wir machen mal weiter. Okay, ihr habt's hier gehört, liebe Freunde, ne? Schenkt eurer Angebeteten Rosenkohl und dann macht ihr weiter. Versteht das Prinzip noch nicht, aber ja, okay. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Ach ja. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Ja, der Duft vom alten Frittenfett, der reißt es raus. Ich habe noch keine Ahnung, was das hier auf sich hat, aber das kriegen wir hin. bei uns heißt es Rosenkohl, Kaffiol war das? Ich glaube, Kaffiol war das, ne? Ja, Blumenkohl. Aber Rosenkohl? Ja, stimmt, das war Blumenkohl.
Rosenkohl sind diese kleinen hässlichen grünen Dinger, die keiner mag. Ja. Ja. Ein beleuchteter Torbogen. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Ja, nee, ist klar. Extra wunderschön. Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Hier ist eine Klappe, eine Mosaikscheibe. Boah. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Ja, mein Gott, die erste Folge ist schon vorbei. Geht so schnell? Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Sly, ciao.